Jo, Hallihallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute Abend mal wieder gepflegtes Rundchen Medieval Dynasty. Ich habe gerade zufällig, ich wollte eigentlich was ganz anderes spielen und eigentlich auch gar nicht aufnehmen heute, aber zufällig sah ich auf Steam, dass es ein Update gegeben hat für Medieval Dynasty. Und zwar das sogenannte Halloween-Update. Näher habe ich mich da allerdings nicht schlau drüber gemacht. Aber wollen wir doch mal gucken, ob hier irgendwelche spooky Dinge abgehen und ob wir sie finden. So, und heute Abend habe ich den vielbesungenen großen Spielstand geladen, in dem so ungefähr 60 Stunden Arbeit mittlerweile, also Arbeitsspielzeit mittlerweile stecken. Hatte ich ja ohnehin angekündigt, dass ich euch den mal zeigen wollte. Und jetzt kombinieren wir beides. Das Halloween-Update und mein großer Spielstand. So, jetzt ist die Sache allerdings die, dass ich gerade mitten in der Pampa stehe. Wo zum Geier bin ich überhaupt? Ach ja, stimmt. Ich war zuletzt mal in Hornika und habe mich da umgeguckt. Und jetzt begeben wir uns zurück zu meiner kleinen Siedlung. Ja, man kann gut erkennen. So ein bisschen was habe ich mir hier schon aufgebaut, ne? Aber wie gesagt, ich mache jetzt mal eine kleine Tour mit euch. Also erstmal ab nach Hause und nach dem Rechten schauen. Vielleicht auch nach dem Linken, je nachdem. Summ, summ, summ. Ja, Wetter ist gut. Stimmung ist auch gut. What could possibly go wrong? Da war ein Kanickel. Und da hinten ist eine Wildsau. Die nehmen wir mit. Wildsau, ich will dich grillen, Sau. Hallo. Hallo, Wildsau. Nimm mich gefälligst zur Kenntnis. Ups, meine Güte, ich hab meinen Kartoffel-Aim. So. Aber ich sag ja, die letzte Folge, ne? Die letzte Folge mit Medieval Dynasty, also Leute, streicht die am besten aus eurem Gedächtnis. Das war ja, mein Gott, war ich verpeilt an dem Tag. Ich weiß gar nicht, was los war. Auf jeden Fall war das ja mehr als blamabel. So. Wie gesagt, das nächste, was wir machen in dem anderen Spielstand, ist uns einen Langbogen zu besorgen. Weil kann ja nicht angehen, dass ich irgendwie für jedes Vieh ein halbes Dutzend Pfeile brauche. Habt ihr gerade gesehen, wie schön das ging? Der Sau mit dem Langbogen einmal in die Birne geschossen und dann war Ende im Gelände. Aber mit diesem Standardbogen, den man da so am Anfang hat, beziehungsweise den man sich am Anfang nur herstellen kann, da macht Jagen irgendwie keinen Spaß. Stundenlang da den Rehen hinterher hoppeln, das ist... Nee. Besser Pillepalle. Deswegen, mit dem langen Bogen geht das schon viel besser. Gut, die Riesenviecher, Elche und Wisente und so, die brauchen natürlich trotzdem mehrere Treffer. Aber ich sag mal so, hier das normale Kropfzeug, was hier so kreucht und fleucht, das können wir mit dem langen Bogen, den primitiven Steinpfeilen und einem wohlplatzierten Headshot easy jagen. Ach, was ist das hübsch hier. Ich freue mich immer. Wenn ich zurückkomme in dieses Land, in diesen Landstrich, der wird wohl auch, der ist wohl nach dem gleichnamigen Städtchen hier benannt, nach Gostovia. Normalerweise sollten sie die Gegend hier nach meinem Städtchen benennen. Ich habe übrigens noch nicht rausgefunden und weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, seiner eigenen Siedlung einen Namen zu verpassen. Weil einfach nur so eine namenlose Siedlung in der Pampa? Das ist ja auch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders, oder? Ah, schief. Sorry, Freunde, ich bin ein kleines bisschen verschnupft. Dumpti-dumpti-dumm. Grunz. Da hat was gegrunzt. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ihr Säue. Okay, die Säue lassen mich nicht in Ruhe. Die Säue sind böse. Aber ich galoppiere, ich renne. Ich renne, was das Zeug hält. Wahrscheinlich habe ich Glück. Kanickel, geh weg. So. Das, liebe Freunde, ist meine kleine Siedlung. Alles handgebaut. Steck doch mal den Bogen weg. So, hier habe ich noch so eine kleine, so eine Holzfällerhütte der zweiten Stufe. So ein bisschen ausgelagert. Naja, was heißt ein bisschen ausgelagert? Mittlerweile habe ich auch schon auf dem
auf dem diesseitigen Flussufer Gebäude errichtet. Das erste Wohnhäuschen hier. Weil so langsam ist hier... geht mir hier der Platz aus. Ich will die Stadt nicht so ewig lang machen wie so ein Schlauch. Weil sonst renne ich mir einen Wolf, wenn ich von A nach B will. Deswegen werde ich jetzt als nächstes hier so an diesem Flussufer entlang expandieren. Immer schön am Wegesrand. Und das ginge doch mit dem Teufel zu, wenn wir nicht in nächster Zukunft eine gewaltige Metropole aus dem Boden gestanzt hätten. Das ginge doch mit dem Teufel zu. So, was sagt die Uhr? Es ist mittlerweile 18.47 Uhr. Okay, ich denke mal, wenn hier Halloween-mäßig irgendwelche Gruselkacke abgeht, dann wird das nachts passieren. Und wie es der Zufall so will, haben wir mittlerweile schon Abend. Und demzufolge wird die Nacht nicht allzu lange auf sich warten lassen. So, jetzt genießt mal hier schön meine Butzen. Hier hinten fängt's an. Was steht ihr eigentlich alle planlos in der Gegend rum? Habt ihr nichts zu tun? Faules Pack. Naja, okay. Hier kommst du also rein in meinen kleinen Ort. Hier nochmal eine Jagdhütte, Materiallager, diverse Wohnräume und Häuschen. Eine große Küche. Ist das eigentlich schon die Level 2 Küche? Habe ich die gebaut oder wollte ich die nur bauen? Die habe ich tatsächlich bereits gebaut. Gut. Was steht ihr hier alle dumm rum? Oh, ich brauche mehr Sitzgelegenheiten und noch ein größeres Feuerchen. Dann sitzen wir nämlich abends hier immer schön am Lagerfeuer und singen Kumbaya. Ist eigentlich tierisch gemütlich hier. Ich habe allerdings mehr Leute als Sitzgelegenheiten. Deswegen, das wäre so mein nächstes Projekt. Ich baue noch ein weiteres Lagerfeuer und nochmal diverse Bänke drumherum. Was bist du denn? Dobrova. Nee, Dobrova ist doch Dobrova. Nee, gar nicht. Wie heißt denn meine Perle nochmal? Meine Angetraute, mein Eheweib. Have a good day. Sekunde mal kurz. Die dumme Verwaltung. Die heißt Damroka und nicht Dobrova. Und die ist mörderisch trächtig. Das kann nicht mehr lange dauern. Schaut mal, wie viele Leute da mittlerweile sind. Also das kann nicht mehr lange dauern, bis mein treusorgendes Weib mir einen Erben gebiert. Ich freue mich drauf. Das wird lustig. So, aber eine Sache noch. Ah, hier. Ich habe hier nochmal so, nur so zu Deko-Zwecken, zwei so Kirschbäume auf meinen, ja, ich nenne es mal meinen Dorfplatz. Habe ich einfach mal hier so angepflanzt. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen, wenn die richtig groß sind. So. Ach, wo wir gerade mal hier sind? Wie geht's uns denn? Wir müffeln zu 12%. Ja, Grund genug, mal kurz ein Bad zu nehmen. Einmal frisch machen. Das tut Not. Gut. Und als nächstes sollten wir uns um was zu snacken kümmern. Kein Problem. Wir haben die Lager voll mit Fressalien. Ich habe sogar noch 79 Stück Fleisch auf Lager. Ach du grüne Neune. Gut, die werde ich jetzt aber nicht selber braten, weil das dauert ja wieder eine halbe Stunde. Warte mal. Da hinten habe ich noch ein zweites Nahrungsmittellager. Da fitsch ich jetzt erstmal hin. Werde das Frischfleisch einlagern, auf das meine Köche da etwas Leckeres draus zaubern. Und ich für meinen Teil werde mir etwas Leckeres aus dieser Kiste mitnehmen, aus diesem Lager. So, 79 Einheiten Fleisch eingelagert. Oh, ganze Menge so fressalienmäßig. Schade ist nur, es vergammelt eine ganze Menge. Obwohl, so schlimm ist das auch nicht. Wenn die Kacke nämlich vergammelt, kann ich aus dem Verdorbenen ja immer noch Dünger herstellen. Meine Güte, wir haben Fressalien. Also Fleisch zumindest haben wir ohne Ende. Ich müsste echt mal irgendwann den ganzen Rotz mal verticken. Wie viel Geld habe ich denn? 1200 und ein paar zerquetschte. Gut. So, was ich festgestellt habe... Je mehr Nahrungsmittel vergammeln, desto weniger nahrhaft sind sie. Okay, sieht man hier jetzt nicht. Aber hier. Da auch nicht. Okay, ich habe Quatsch gelabert. Aber je mehr Nahrungsmittel vergammeln, desto mehr vergiftet man sich dran. Deswegen, wenn hier schon so rote Zustandsziffern stehen, fress das Zeug am besten nicht mehr.
So, aber wir nehmen jetzt hier 50%, ist offensichtlich noch in Ordnung. Davon nehmen wir uns mal einen ordentlichen Batzen raus. So, komm hier, was soll der Geiz? 15 Stück, da haben wir was auf Tasche für später vielleicht noch. Jetzt erstmal Bäuchlein vollschlagen. Om nom 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 nom. Gracias. Wunderschön. So. Ja, wenn wir eins können, dann fressen, ne? Das war ja schon immer so. Saufen, 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 fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. So läuft der Lachs. Habe ich denn noch irgendwas an Baumaterialien dabei, dass ich vielleicht direkt nochmal irgendwie kurz mal. Ja, das ist nicht wirklich viel. Das ist wirklich nicht viel. Warum schleppe ich den ganzen Scheiß denn mit mir rum? Ah, komm, erstmal ins Lager damit. Erstmal ins Lager. Na Mensch. Hallöchen. Welches ist denn mein Lager? Bist du mein Lager? Nein, du bist ein Haus. Du bist mein Materiallager. Gut. Ah, jetzt habe ich diesen Song im Kopf. Ich hätte gerade nicht singen dürfen. So. Ganzen Rotz einlagern. Ups. Das gute Kupfererz, das hätten wir vielleicht an der Schmiede direkt noch weiter verwursten sollen. Aber ebenso das Zinnerz. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag, ne? Und ich habe jetzt Bock hier auf Halloween-Action. Ich hoffe mal, heute Nacht passiert ein bisschen was. Und das passiert nicht nur am 31. oder 30. Wann ist nochmal genau Halloween? Ich weiß das nicht. Ich mache mir da auch nichts draus. Warte mal kurz, jetzt will ich das wissen. Ich guck mal gerade auf den Kalender, Freunde. Ach ja, ich habe ein neues Handy. Ich blicke immer noch nicht durch bei den Dingen hier. Buff, hier muss ja irgendwie, irgendwo muss doch der verwahrste Google-Kalender. Da ist er doch. Alter, geh mir nicht um den Sack. Übersichtlich und ansprechend gestaltet. Ist mir scheißegal, Alter. Ich will Kalender. Was ist das denn für eine Ansicht? Naja, whatever. Am Sonntag, dem 31. ist Halloween. Genau. Und am Montag, dem 1. ist dann Allerheiligen. So wird die Schule raus. Oh. Oh, ist die Musik auch neu? Die klingt ja so ein bisschen spooky direkt, ne? Hört ihr das? So ein bisschen bedrohlich. Na du? Hallo. Hello. What's going on? Ich unterhalte mich einfach mal immer so ein bisschen mit den Leuten. Rosalinda, guck mal hier, die hat doch 30% Stimmung. Der Frau geht's gut. Ich muss allerdings dazu sagen, manche Leute sind total happy. Ja, okay, weil ich die wahrscheinlich gemäß ihrer Talente einsetze. Naja, so mehr oder weniger. Naja. Ja, doch, ich glaube schon. Wenn die einen Job haben, der denen liegt, dürften die natürlich happier sein, ne? Und ja, Leute, guckt euch das nicht zu genau an. Das ist ja alles noch Kraut und Rüben. Das ist alles andere als optimiert. Da muss ich mich auch mal mit auseinandersetzen, dass ich wirklich den Leuten den Job zuweise, auf den die auch Bock haben. Und ich gehe mal davon aus, dass für die Stimmung es auch zuträglich sein dürfte, wenn ich denen gute Behausungen zur Verfügung stelle. Also nicht nur einfach so eine dahingerotzte Bretterbude, sondern schon ein bisschen was Höherwertiges. Vermute ich mal. Und wahrscheinlich hat auch die Qualität der Nahrung, die ich den Leutchen hier anbieten kann, Auswirkungen auf deren Stimmung. Wie gesagt, das ist einfach nur so reime ich mir das zusammen. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich alles noch gar nicht. Weil ich ehrlich gesagt wenig Bock habe, irgendwelche Wikis zu stöbern oder mir Walkthroughs oder Tipps und Tricks oder irgendeine Scheiße aus dem Internet zu suchen. Ich versuche dich lieber auf eine harte Tour, ne? Ich finde lieber alles selber raus. Ich habe keine Fackel? Wieso habe ich denn keine Fackel? Möge er die Fackel ausrüsten. Na, ihr Hühner? Ganze Menge Hühner habe ich mittlerweile. Schön. Vielleicht könnte ich mal so einen Hahn verticken. Ich glaube, ein Hahn reicht, um die ganzen Hennen zu, wie sagt man?
zu begatten. Ja, ich bleib einfach mal bei dem Begriff begatten. Gut, jetzt ist definitiv die Nacht hereingebrochen, würde ich sagen. Gut genug, klein Quicksave. Ja, und ich weiß auch nicht. Ich würde jetzt sagen, wir machen einfach mal einen kleinen Spaziergang in die Wildnis hinaus. Mal gucken, ob uns irgendwelche Geister begegnen. Rüste mal den Langbogen aus, vorsichtshalber. Ich bin ja mal gespannt. Wie gesagt, auch zu diesem Halloween-Update habe ich mir nichts weiter durchgelesen. Ich lasse mich ja immer ganz gerne ein bisschen überraschen. Und deswegen mal schauen, ob uns hier irgendwelche Geister oder Phantome, auf jeden Fall haben wir diverse Füchse. Haut ab, ihr Viecher. Das muss ich euch leider mitnehmen. Also, ihr kennt ja meinen Sammeltrieb. Jagd- und Sammeltrieb, aber Alarmstufe Rot. Das ist ein Wisent. Stinknormales 0815 Wisent. Wenn man denen nicht zu nahe kommt, tun die einem eigentlich nichts. Das war echt verdammt Muster jetzt, ne? Okay, machen wir die Fackel an. Grunz. Ah, okay, die Sicht ist aber echt bescheiden. Und ich habe das Gefühl, wenn ich die Fackel anhabe, ist die Sicht sogar noch bescheidener. Die blendet ja mehr, als dass sie mir den Weg erleuchtet. Ja, ja, Rehe. Interessiert mich gar nicht. Ich will jetzt was Gruseliges erleben hier vorne. Halloween-Update schön und gut. Da muss doch jetzt irgendwas kommen, oder? Hallo? Bitte gruseln Sie mich jetzt. Ich hätte jetzt Bock drauf. Okay, und wir latschen durch die Nacht. Ich würde da was. 20 vor 11? Wenn ich die Fackel ausmache, sehen wir ja noch weniger. X. Oh. Wäre voll gut, wenn jetzt was Spannendes passieren würde. Oh. Ich höre komische Geräusche. Ah, es ist das Viech da hinten. Aber hier, guck mal. Hier liegt doch Zeug. Truhe. Da sind mal eben 100 Münzen drin, nice. Und zweimal Trank des schnellen Heilens. Das ist nice. Ja, und die bekackte Schaufel nehme ich auch noch mit. Was ich hab, das habe ich, ne? Wisst ihr ja. Mein altes Credo. Soll ich mal hier in den Sumpf? Ja, komm, wir biegen nochmal so ein bisschen Richtung Norden. Die Viecher machen Geräusche, ne? Also ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein Naturbursche und kenne mich aus, aber machen Tiere solche Geräusche? Das klingt alles so... so weird. So, einfach mal eine kleine Nachtwanderung. In der Hoffnung, dass wir irgendwas sehen. Ich habe schon wieder ein komisches Geräusch gehört. Aber kann natürlich auch sein, dass ich nervös und paranoid bin. Will ich alles nicht ausschließen. Hallo, geisterhafte Erscheinungen. Es ist mitten in der Nacht, ein einsamer Wanderer im Moor. Das wäre doch jetzt die optimale Gelegenheit für ein sogenanntes Irrlicht, mich ein bisschen zu verarschen. Irrlicht, habt ihr schon mal gehört, kennt ihr bestimmt, ne? Das sind nämlich genau die Dinger, die einem im Moor so gerne begegnen, der Sage nach. So kleine leuchtende Etwasse. Nanu? Eisenschaufel, nice, nehmen wir. Da liegen halt diverse Steine rum. Hier ist wohl jemand beerdigt worden, wa? Die Schaufel haben sie sogar hier stehen lassen. Okay, ist das jetzt das Gruselige? Ist das das Halloween-Special? Naja, vermutlich nicht. Ich würde jetzt total gerne was Gruseliges erleben. Kommt schon, Leute. Ich meine, wenn jemand ein Halloween-Update raushaut, ne, dann darf man doch davon ausgehen, dass gruselige Dinge passieren. Aber irgendwie... Ach, wo wir aber hier sind. Nehmen wir nochmal wacker fix einen Schluck Wasser. Ja, und ansonsten werde ich jetzt mal in einem großen Bogen auch wieder den Rückweg antreten.
Ich bin ja jetzt weit genug weg von meinem Lager. Ist ja nicht so, als ob ich dem Hallo? Ist ja nicht so, als ob ich dem Übernatürlichen keine Chance geben würde, ne? Vielleicht oben in den Bäumen? Guckst du nach oben, auf einmal sitzen da irgendwelche Gestalten im Baum, ey. Hätte ich jetzt wahrscheinlich gekreischt wie ein kleines Mädchen. Aber, Chance vertan. Chance vertan, lieber Entwickler. Ja, Okay, da hinten ist eine Wildsau. Da sind zwei Wildsäue. Ich gehe einfach mal ab durch die Mitte und hoffe, dass die sich nicht aufregen. Schön cool bleiben, Freunde. Ich suche Gespenster. Ich brauche jetzt keine Wildsäue. Aber, ich weiß nicht so recht. Ist das gut? Ist das nicht gut? Kleine Nachtwanderung durch Gostovia. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Gostovia. Vielleicht google ich das mal. Vielleicht hat das tatsächlich eine historische Bewandtnis. Vielleicht gibt es dieses Städtchen oder diesen Landstrich wirklich. Ich weiß es nicht genau. Sollte man mal rausfinden. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, wo das dann liegt. Also ich denke mal, das ist hier so ungefähr Polen, vielleicht Tschechei. Also mittendrin in Europa. Ostdeutschland ginge auch noch. Bin mir da nicht sicher. Müsste man auch mal rausfinden. Aber wie gesagt, jetzt irgendwas Gruseliges wäre schön. Ja, scheiß Rehe, verpisst ihr euch. Sonst esse ich euch. Alle miteinander. Guck mal, Zweige. Geil, nehmen wir mit. Beeren ohne Ende. Eigentlich sollte ich mir die Taschen noch mit Beeren voll machen. Oh, scheiß, wie sind. Da müssen wir großräumig drumherum schiffen. Weil mit den Viechern ist nicht gut Kirschen essen, wenn man denen zu nahe kommt. Ja, ja, ich weiß. Mach den Jägerblick aus. Gott, ist das dunkel. Ich hoffe, ihr könnt auf YouTube was erkennen. Ich habe neulich zu meinem Entsetzen festgestellt, es ist scheißegal, in welcher Bitrate du aufnimmst. YouTube rechnet deine Bitrate auf 8 Megabit pro Sekunde runter. Was war das? Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Das war nicht normal. Alter, Fackel, komm schon. Das können doch keine Füchse sein. Wie viele verschiedene Geräusche macht Füchse denn? Und eins folgt da als das andere irgendwie. Geht weg. Ja, trollt euch. Da hat es sich jetzt angehört wie ein greinendes Baby. Das sind doch keine Füchse, die solche Geräusche machen. Verdammt, Leute. Haben wir da draußen Fuchsexperten? Könnt ihr mir erklären, was Füchse für Geräusche machen? Oder mir irgendwie einen Link geben zu einer Seite, wo ich mir Fuchsgeräusche anhören kann? Nebst ihrer Bedeutung, möglicherweise. Das wäre schön. Weil irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass jetzt irgendwas Gruseliges passiert. Hätte ich mir das vielleicht doch durchlesen sollen? Warte mal kurz. Pass mal auf, Steam. Zack. So, das Halloween-Update. Schau vorbei und finde heraus, was in Gostovia für Aufruhr sorgt. Was in Gostovia für Aufruhr gesorgt hatte. Wieso denn hatte? Halloween ist doch noch gar nicht vorbei. Das soll verstehen, wer will. Ja, Leute. Das Halloween-Update feiert diesen Tag mit uns und ebenso einen Rabatt von 20% auf das Spiel. Ja, Freunde, also zuschlagen, sag ich mal. So, werte Dorfälteste, in Gostovia geht Gespenstisches vor sich. In den Dörfern wird von gruseligen Vogelscheuchen berichtet, die über das ganze Land verstreut sind. Ein paar Leutchen berichten davon, dass sie von ihnen Reichtümer erhalten haben, während viele Dörfler dermaßen Angst haben, dass sie sich ihnen nicht zu nähern wagen. Die Leute schauen dich an, Dorfältester. Was? Ich der Dorfälteste? Ich glaube, ich bin der Jüngste bei mir im Dorf.
Was wirst du tun? Bist du mutig genug, sie selbst zu sehen? Oder wirst auch du angsterfüllt weglaufen? Die Legenden besagen, dass die Vogelscheuchen nur bis zum 3. November 2021 hier zu sehen sein werden. Du hast also nicht viel Zeit, dich zu entscheiden. Hoppala, Entschuldigung, jetzt habe ich gegen den Rechnertisch getippt und alles wackelt. Ja gut, da der Sale zur gruseligen Jahreszeit in vollem Gange ist, bedeutet das auch, dass Medieval Dynasty jetzt auf Steam im Angebot ist. Also feiere Halloween mit Stil und hol dir das Spiel mit einem Rabatt von 20%. Warte aber nicht so lange, denn die Aktion endet am 1. November. So, und jetzt sieh nach, worüber die Leute in Gostovia nur flüstern. Eure Teams von Toplitz Productions und RenderCube, tralala, blabla, okay. Gut, fiese Vogelscheuchen rennen da wohl rum. Lalalap, wupp. Okay, also so eine Vogelscheuche steht ja normalerweise auf dem Feld, ne? Auf dem Feld, wo auch Zeug wächst. Ich habe da so eine Idee. Nämlich hier auf der Südseite von Gostovia. Da sind diverse Felder. Da gehen wir jetzt mal eben gucken. Das will ich ja nur wissen. Da bin ich neugierig. Hallo. Sag mal, lass mal da stehen, Perle. Hör mal, ich wollte mal kurz mit dir... Kurz schwätzen. Was? Diese Person ist im Moment nicht daran interessiert, mit dir zu sprechen. Blöde Kuh. So eine Frechigkeit. Ich bin ja schließlich hier der Dorfälteste mit meinen... Lass mich nicht lügen. Wie alt bin ich denn? Irgendwo stand auch mal mein Alter. Ich müsste jetzt 21 sein, oder? Razimir, mein Junge. Sprich, wie alt bist du? Da steht's auch. Razimir, Alter 20. Okay. Wir werden jetzt aber demnächst 21. Okay, wie man sieht, sieht man nichts. Scheint ein klitzekleines bisschen neblig zu sein, noch obendrein. Ja, wundert euch nicht. Ich gehe immer durch den Fluss. Anstatt die bekackte Brücke zu nehmen. Weil auf die Weise wird der Razimir, der kleine Stinker, auch noch sauber. Ich habe zwar noch gar nicht herausgefunden, was das für Konsequenzen hat, wenn man müffelt. Aber ich denke mal, unsere Mitmenschen werden dementsprechend negativ reagieren auf uns. Es ist mir allerdings bis dato noch nicht passiert, dass ich so abartig gestunken hätte, dass sich da irgendjemand drüber mokiert hätte. Im wahren Leben schon. Was soll ich sagen? Ich habe mal auf dem Bau gearbeitet. Ist schon eine Weile her. Aber jedes noch so geile 96-Stunden-Deo versagt quasi instant, sobald man anfängt, auf einer Baustelle zu arbeiten. So, jetzt sind wir hier an diesem ominösen kleinen Städtchen. Und ich wollte gerne mal hinter dem Städtchen gucken. Da sind nämlich solche Felder, so Kornfelder und so ein Stuff. Scheiße, die Sonne geht schon wieder auf. Ey, Alter, ich muss hier noch... Da vorne! Ich sehe auf jeden Fall eine Vogelscheuche. Da ist eine Vogelscheuche. Leute, ich habe eine Vogelscheuche gefunden. Geil. Ich würde euch gerne mal hier euer Korn klauen. Hallo, Vogelscheuche. Hi. Und? Und jetzt? Hallo, Vogelscheuche? Sammeln? Temperaturtrank und Tarntrank. Okay. Ja, okay. Ich hatte jetzt aber gehofft, dass vielleicht noch ein kleines bisschen was Gruseliges passieren täte. Weiß nicht, kannst du mal nach mir grapschen oder irgendwelche Geräusche von dir geben oder irgendwie sowas? Oh, das ist jetzt ein bisschen wenig spektakulär, ne? Aber kann natürlich auch sein, dass ich jetzt gerade zur falschen Tageszeit hier lang gekommen bin. Es ist ja mittlerweile... Moment, ich war kurz. Es ist 3 Uhr nachts. Warum wird es dann auf einmal so hell? Hä? Ja, wenn ich um Viertel nach drei geht doch noch nicht die Sonne auf, oder? Noch nicht mal im Sommer. Nee, noch nicht mal im Sommer geht um Viertel nach drei die Sonne auf. Das wäre ja ganz was Neues. Aber trotzdem, schönen Dank für diese Tränke. So ein paar tausend Einheiten Gold wären mir allerdings lieber gewesen. Steht da vorne noch eine, oder? Ne, ich glaube, das ist ein kleines Bäumchen. Na, da hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Muss ich ehrlich sein, Freunde. Da hatte ich mir ein klitzekleines bisschen mehr erhofft. Aber Moment schon mal. K
kamen denn eventuell Fallen, Sitzgelegenheiten, Tische, Beleuchtung, Verschiedenes? Ich hatte gedacht, vielleicht kann ich mittlerweile auch selbst mal so eine Vogelscheuche in mein Feld zimmern. Ja, das wäre ja albern. Fallen? Fallen, Lagerfeuer? Wäre ja Quatsch in den Kategorien, ne? Handarbeit? Ist eine Vogelscheuche Handarbeit? Nein, ist sie nicht. Gebäude? Landwirtschaft. Naja, schade. Oder vielleicht ist eine Vogelscheuche ein Objekt, das ich an einer Werkbank oder in der Schmiede selbst herstellen muss. Also nicht mal eben so zwischen Tür und Angel. Oh, jetzt regnet es aber wie die Sau. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass das Rauschen des Regens extrem laut sein soll. Weswegen ich ein klitzekleines bisschen... Ich weiß jetzt nicht genau, was da Soundeffekt oder Umgebung. Eins von beiden wird sein. So oder so. Zack. Ich habe mal beides ein kleines bisschen runtergedreht. Ich hoffe, es rauscht jetzt nicht zu arg bei euch. Okay, ja gut. Ich sag mal, wenn das jetzt alles gewesen ist in Sachen Halloween-Update. Naja, okay. War jetzt nicht die Welt, ne? Aber Leute, 20% Rabatt auf das Game. Also wer Bock hat, nö. Wie gesagt, ihr müsst euch das alle zulegen, weil vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Multiplayer-Modus. Ich brauche Mitspieler, ganz dringend. Tja. Tja. Gut, Leute. Ich würde sagen, damit kommen wir auch schon wieder zum Ende. Heute, wie gesagt, nur ein kleiner Spaziergang, eine kleine Nachtwanderung. Und nun gut, wir haben eine von diesen lustigen Vogelscheuchen gefunden. Vielleicht begebe ich mich bei Gelegenheit nochmal auf die Suche nach weiteren Vogelscheuchen. Aber ich denke mal, vor heute Abend war es das schon wieder. So, den guten Razzi mir noch ans Ufer gebracht. Einmal schnell speichern. X. Einmal richtig speichern. Okay. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich noch einen schönen Abend. Macht es gut. Bleibt mir gewogen. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Achso, bei der nächsten Folge übrigens werden wir mit dem anderen Spielstand, mit dem kleinen Spielstand, weitermachen. Und ich überlege mir vorher noch einen Plan. Also ich werde jetzt nicht wieder so völlig dusselig durch die Gegend eiern und komplett vor mich hin failen. Nein, nein, nächstes Mal gibt es Qualitätscontent, der sich nicht zu verstecken braucht. Versprochen. Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis neulich. Tschüss.